muss gestehen, ich habe immer noch leichte Handykicks. Wie das Fernlicht angeht, weißt du? Ja, am Knopf drehen. Also mach mal. So, jetzt hast du das Abblendlicht an. Ja. Also das Abblendlicht ist ja das Licht, wenn es dunkel ist, was du anmachst. Aber der Prüfer will ja nicht das Abblendlicht, der will ja, ja Fernlicht. Wieso leuchtet die Lampe da drüber? Ich will die allerletzte Lampe. Weil jetzt das Standlicht an ist. Also jetzt hast du quasi das Licht eingeschaltet. Das musst du auch einschalten, wenn du das Fernlicht einschalten wollen würdest. Das heißt, als erstes machst du das, was du gemacht hast. Das ist schon mal richtig. Du schaltest das Licht ein. Jetzt drückst du den Blinker nach vorne. Ja, genau. Jetzt müsste also, irgendwo eine blaue Kontrolle stehen. Ja. Fernlicht. Und das ist es. Geht aber nur in Kombi mit dem Licht. Mhm. Wenn das Licht aus ist, geht das Fernlicht nicht an. Lichthupe, also zu dir ziehen, geht immer. Siehst du auch vorne in dem Bulli. Wenn du den Lichtschalter rausziehst, also den, hast du da eine gelbe Kontrollleuchte? Ja. Was ist das? Nee, Beschlussleuchte. Ja, wann darfst du die einschalten? Schnee, Regen und... Wie heißt die Lampe? Nee, Beschlussleuchte. Wann darfst du die einschalten? Nebel. Ja, genau. Warum habe ich denn das dann in meinem Workbook so stehen gehabt? Weil du Nebelscheinwerfer auch hast. Stimmt. Und Nebelscheinwerfer? Scheinwerfer darf man bei Schnee, Regen. Die sind vorne, die darfst du bei diesen drei Sachen einschalten. Aber Nebelschluss, Licht nur bei Nebel und Sicht von weniger als... 50? Ja, 50 Meter. Gut, dann drück mal wieder rein den Schalter. Bahnblinklicht geht wo an? Okay. Geht das auch an, wenn das Auto aus ist? Wenn du den Schlüssel mitnimmst? Probier. Ganz nach links. Ja, stimmt. Ja, anscheinend schon. Weil wenn du einen Unfall hast oder so, dann lässt du das Auto ja manchmal trotzdem stehen und haust ab. Und wäre toll, wenn es warnt. Wie viele Blinker leuchten jetzt? Komm, da muss man Dalli einmal auf. Da ist MC Dalli. Schön. Ja, kann Dalli sich jetzt selber ins Video schneiden. Ja, 4 Blinker. Plus? 2. 6. 2 vorne? Ja, und dann Spiegel und hinten. Genau, das sind 6. Ja. Handbremse kontrollieren haben wir schon gemacht. Ja. Wie man das macht? Einfach Fuß aufs Gaspedal, Gas drücken. Erste Gang, losfahren und Handbremse ziehen. Okay, Lichtschalter kannst du nochmal, also mach nochmal Schlüssel rein, Zündung an quasi, leuchtet. Warmblinklicht kannst du wieder ausmachen. Und dann mach einmal nochmal Licht auf 0. So ist Tagfahrlicht. Mhm. Und da kann man quasi gar nichts machen. Mach mal so, dann kann man es auch sehen. Und wenn du jetzt auf Auto drehst, also Automatik, ist klar. Noch ein weiter. Standlicht. Ja. Noch ein weiter. Was war das? Abblendlicht. Abblendlicht. Ja. Die rote Kontrollleuchte mit dem P, wofür ist die? Parken. Keine Ahnung. Parkbremse. Parkbremse. Also Handbremse, Parkbremse. Das ist die Handbremskontrollleuchte. Prüfer fragt halt so Technikquatsch manchmal. Mhm. Können Sie die Funktion der Hupe überprüfen? Gut, geht. Alles klar. Soll ich jetzt auf Auto stellen wieder? Weil das hat mir gestern noch. Ja, aber Auto. Alles klar. Gut, wenn du wirklich keine Fragen mehr hast, ich habe auch keine, schlage ich vor. Fahren wir rechts und dann wieder links. In Werne waren wir schon, ne? Ganz am Anfang. Werne waren wir in der ersten Stunde. Ja, da brauchen wir nicht mehr hin. Gut. Dann fahren wir links. So, lass dich nicht stressen von dem, ne? Kontrollier im Innenspiegel. Aber beschleunige so, wie es dir passt. Fertig. Gut, gut, gut. Ich habe mein Handy im Büro gelassen. Das ist so gut. Das ist so ein befreiendes Gefühl. Kannst du dir gar kein Mensch vorstellen. 3 Stunden jetzt, ne? War ein Traum. Schön. Das kann nicht wahr sein. Ich werde fast sentimental. Links fahren wir weiter. Es kann mich einfach keiner anrufen. Gut. Ach, herrlich. Entspannt bleiben. Cool. Super. Hinter dir? Ja. Einfach so für die Fans, weißt du? Ja. Nice.
gar nicht beschreiben, wie gut das ist ohne Handy. Ehrlich. Ich glaub's. Gönn dir ein bisschen mehr Abstand. Ja. Ich meine, ja, 70, aber wenn du jetzt irgendwas machen musst, rechts fahren, links fahren, ja, brauchst du immer Zeit, du musst alles sehen können. Kannst du nicht, wenn er dir die Sicht versperrt. Ja. So, jetzt siehst du deine Ampel ist grün, herzlichen Glückwunsch, kannst du Gas geben, kannst 70 fahren, wieder vierter Gang, alles cool. Geht aber nur, ja, wenn du das vorher schon im Blick hast. So, wichtig, musst du dir so eine durchgezogene Linie hier quasi vorstellen, direkt ab dem Schild. Mhm. So, bei der Linie musst du dann bei 50 sein. Cool. Dann fahren wir rechts an der Ampel. Ja. Abbiegen, dass die Zeit beobachte gut. Ja. Einfach auch damit du sicher bist, wie schnell man hier fahren darf. Weil es sieht hier ganz schnell aus wie 30. Aber wie schnell darfst du hier fahren? Ist das? Innerorts immer 50. Aber sieht aus wie 30, ne? Ja. Ist aber nicht. Harrison Ford oder Xavier? Nein, du musst hier mit. Nächste Straße fahren wir links in die 30-Zone rein. Ja. Gut, von mir aus erster Gang, weil du nichts siehst. Ja. Weil zweiter Gang geht, aber wenn du dir das vorstellst, ja, ihr begegnet euch genau in der Winkel und dann steht hier noch einer und dann musst du wieder kämpfen. Für was? Ja, auf jeden Fall nicht für zweiten. Nicht so viel Gas geben. Ja. Ein bisschen quasi fast rollen lassen. Und dann rechts. Ich würde irgendwie sagen, das ist eine Straße, aber auch irgendwie nicht. Ja, jetzt ist mir nur wichtig, dass du weißt, wer Vorfahrt hat. Das ist eine Straße, definitiv. Und abgesenkter Bordstein, also haben wir Vorfahrt. Ja, Mann. Genau. Das ist ein abgesenkter, das ist ein abgesenkter. Und das ist tatsächlich Prüfungsstrecke. Der Prüfer fährt gerne hierher, um einfach zu sehen, ob du es gecheckt hast oder nicht. Ja. Wenn du wieder losfährst, Spiegel, Spiegel, Schulterblick, Blinker links. Immer die gleiche Show. Links weiter. Wo ich richtig blinken jetzt hier, weil das ist ja richtig, genau. Gut, dass ich auch kein Bumm habe, Mahlzeitanteil. Bisschen zu schnell. Und dann rechts weiter. Thank you.
Rest aus dem Schild schlau? Ja. Okay. 30 km/h für 250 Meter. Und wenn die 250 Meter vorbei sind, darfst du wie schnell fahren? 50. Jo. Lass dich nicht von denen abdrängeln. Du kannst nur deine Position halten oder ja. stoppen. Aber bleib ein bisschen weiter links. Genau. Sollen wir? Ja. Besser. Entspannter. Genau, jetzt kannst du wieder einen dritten nehmen, alles gut. Korrekt. Ja, ich habe gerade gut auch gesehen. Schälen Sie es auf? Traum. Hier muss ich anblinken, ne? Klar. Eigentlich kann ich mir merken, überall, wo ich ein bisschen ausscheren muss. Soll ich überhaupt blinken? Kannst du immer blinken. Okay. Schön stabil die 30 halten. Ich muss gestehen, ich habe immer noch leichte Handykicks. Ich denke immer noch so, oh, mich wohl jemand angerufen hat. Ja. Ich hasse das, so abhängig zu sein. Ja. Ehrlich, aber von egal was. Mochte ich noch ja. nie. Beim Handy erwische ich mich immer selber auch. Ja, immer so den hier. Ja, ich versuche das aber auch schon zu reduzieren. Das ist crazy, auf jeden ja. Fall. Erste fahren wir raus. Ja. Geh jetzt schon runter, ne? Mein Fuß ist schon wieder so blöd auf der Kuppe. Dann nimm den ersten. Okay. Ich bin Kindergarten. Na gut, dann glauben wir das mal so. Geradeaus, wieder raus. Ja. Ich weiß es nicht. Eine gute Idee. Hier 50. Ah ja. Ja. Genau richtig erkannt, Holmes. Das sind die Details. Nächste Straße, fahren wir rechts weiter. Ja. Kids Hall. Ich habe Kids Hell gelesen. Ich habe gesagt, Kids Hell. Also. Ja, wenn der Prüfer hier reinfährt mit dir, also übrigens ein Schild gesehen, wie schnell kann man hier fahren? 30. Ja, okay. Wenn der hier reinfährt mit dir, fährt er aus einem einzigen Grund hier rein, weil er sagt, er will irgendwo eine geeignete Stelle zum Umkehren. Und jetzt kommst du und suchst dir wieder irgendwas, irgendwie hier irgendwo zum Umkehren. Mir ist egal.
Ja, ist ja um. Genau, darfst du nicht vergessen, die hätten alle Vorfahrt, weil du quasi von dem abgesenkten Bordschein kommst, ne? So, es gibt eigentlich zwei Gründe, warum der Prüfer hier reinfährt. Einmal das Umkehren, weil das zweite Mal sind diese Straßen jetzt hier rechts. Ja. Da ist wichtig, dass du weißt, wer Vorfahrt hat. Ob du oder die von rechts kommen. Erstmal würde ich den ersten nehmen. Ja, das ist eine gute Idee. Guck mal in die Straße. Was ist das für eine Straße? Verkehrsberuhigte Bereich. Wer hat also Vorfahrt? Wir. Ja. Das beruhigt mein Herz. Hier dasselbe. Und dann rechts weiter. Kreisverkehr, dritte wieder raus. Ja. Dann links. Dem zweiten eigentlich geklappt, oder? Aber ja, hat ein bisschen auch geklappt, aber ist beides okay, weil vorsichtig ein bisschen wegen den Fußgängern und so, schon in Ordnung. Ja, 20 sehe ich jetzt nicht den Grund für. Ja. Wenn Platz ist, zumindest bis zu dem Auto oder so, kannst du ruhig auch, wenn du natürlich vorbei willst, nicht so wie du das jetzt machst. Genau. Genau, mit richtiger Intention. Und zurück wieder Spiegelseitenblick ein drauf. Wir waren hier schon, ne? Ja. Das hatte ich noch vor. Ach, du meinst davor. Ja, okay. Du warst der Einzige, der das wusste. So, wenn dich Leute überholen oder so, Fahrräder oder irgendwie so, und dein Auto macht auf einmal diesen Move, dann denken die so, was macht der da? Und links. Genau, denk dran, das ist eine Einbahnstraße. Wo musst du dich einordnen? Links. Aha, it's my shit. Oh, here's the problem. Fuß über die. Hab ich doch kommen gesehen. Ist. Boah, bleib doch stehen. Ja, ist eng, ne? Ja, wir können natürlich die Herausforderung annehmen, aber. Ja, es ist etwas eng. Etwas. Diese etwas eng. Und dann rechts. Weiter war zu schnell. Und dann links weiter.
wir verlassen jetzt die Vorfahrt nach links. Ja. Kannst du jetzt schon quasi ankündigen? Halt dich an der Außenkante quasi. Werde aber super langsam und meinetwegen auch erste Gang, ne? Ein bisschen vielleicht in die Kurve nochmal fahren. Nice. Das war richtig gut. Links ist zwar das Ausgangsschild, ne? Ja. Aber. Ja. Wie Sie sehen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Orbit außen. Da wollen wir gar nicht hin. Achso, Entschuldigung. Ich hab's nur vorgelesen. Ich war angetäuscht. Wir wollen Hannover. Wir wollen nach Hannover. Hannover ist nämlich ein bisschen schwieriger drauf zu fahren als Oberhausen. Oberhausen hat so eine schöne lange Auffahrt. Da kann man richtig so entspannen beim Drauffahren. Das wollen wir ja nicht. Blöd, ne? Ja, wir wollen ja ein bisschen Action. Ein bisschen Action, Mäction. Vielleicht kommen ein paar LKWs oder so. Wollte ich noch mal fragen, konnte ein bisschen. Gut. Ja, hat einer seine USB-Platten entsorgt. Das ist ja der klassische Ort hier, wo man USB-Platten entsorgt. Der Graben einer Automat. Wenn ich nicht mehr weiß, mit meinem Kühlschrank wohin, lege ich den direkt daneben am Mist. Ja, hier ist ja schon Anfang Autobahn, das heißt, die 50 gelten jetzt ab hier nicht mehr. Ne? Ja. Macht natürlich keinen Sinn, mit 180 in die Kurve zu ballern, aber nur, dass du es weißt. Also du musst dich jetzt quasi gleich nicht mehr an 50 halten, weil dann kommen wir nicht auf die Autobahn. Innenspiegel halte ich dir zu, einfach damit du schön mit dem Außenspiegel arbeitest. Erstmal schön Spiegel gucken, was abgeht. Seitenblick in Ruhe. Und genieß mal so ein bisschen das Freifahren des dritten Gangs, weißt du? Du kannst den ultra lange fahren. Doch, ist ultra laut. Ja, das stimmt. So gut. Und jetzt kannst du in Ruhe in den fünften Gang schalten. Genau. Ist aber scheißegal, dass es laut wird. Hauptsache, Entschuldigung für die Wortwahl, aber Hauptsache, du kommst vernünftig auf die Autobahn. So, that's it. So, Abstand natürlich einhalten, ne? Sonst we get in trouble hier. Und wenn es die Gelegenheit bietet, wollen wir natürlich überholen. Du musst dem Prüfer zeigen, dass du 120 locker fahren kannst. Alleine. Seitenblick, gut. Ja gut, ist gut, habe ich nichts gesagt. Ist gut. Nee, du musst bei 120 bleiben, mein Freund. Ich sehe noch. Ja, musst du. Wir sind ja, also wenn du Prüfung machst, da ist ja nicht, wie soll ich das sagen, keine Rheuma-Decken-Veranstaltung, wo wir sagen, schauen Sie mal rechts aus dem Fenster, hier sehen Sie die 13 Bäume, links daneben die Berge. Nicht eine tolle Autobahnbrücke, sondern der Prüfer will sehen, dass du die 120 locker knackst, von mir aus 130. Ne? Also, ja. Dass du das einfach hinkriegst, ohne dass dich das so belastet. Mhm, that's the word. Wenn du weit nach vorne schaust, siehst du den gelben? Ja. Okay, ich sehe den auch. Was wird wohl zwangsläufig gleich passieren?